Einen schönen guten Morgen, YouTubers. Hier ist der Benny wieder und ich bin wieder auf dem Nerdstar-Server. Der wartet am Tor. Das ist doch cool. Ja, die heutige Folge ist eher so ein guckt mal, was es hier gibt und schaut euch mal die Welt an. Hier ist mein Haus. Ich habe so ein bisschen Arbeit dran gemacht. Das zeige ich nochmal ganz schnell. Sehr viel mache ich halt offscreen, weil das ist wirklich langweilig, mich bauen zu sehen. Aber ich habe jetzt hier so ein bisschen was gebaut. Oberste Stockwerk gucken wir uns gleich von weitem an. Aber heute wollte ich euch mal ein Haus von dem Server zeigen. Das ist von hier Landsherr, Gott, wie heißt der? Landsherr Kolesius. Tut mir leid, habe den Namen vergessen. Da bin ich einfach, ich bin einfach alt. Und natürlich regnet es jetzt. Ach, warte mal, ich mache mein ganzes Zeug weg, falls ich wirklich sterbe, muss nicht sein. So, erstmal das ganze Zeug weg. Ich habe hier, ja, ich habe hier ein bisschen Arbeit gemacht, ein paar Öfen reingebaut, habe hier den Boden ein bisschen schön gemacht. Aber jetzt erstmal werde ich den ganzen Krempel hier wegtun. Alles weg. Brauche ich alles nicht. Ich habe endlich ein paar Diamanten gefunden und habe auch von einem sehr coolen User den Namen, habe ich jetzt leider verpeilt. Wenn du das hier anguckst, schreib mal bei die Comments rein, wie du heißt. Du hast mir ganz viele Diamanten gegeben, das heißt, ich konnte da richtig gut was machen. Und jetzt werden wir erstmal kurz den Waypoint einschalten, weil ich nicht weiß, wo das genau ist. Kolesius Haus, genau, das ist ziemlich weit weg, aber wir werden jetzt einfach mal dahin laufen. So, dahin rennen sogar. Ja, eben seinen Kanal packe ich unten in die Description rein, schaut euch den Kanal auch jeden Fall mal an. Das wäre wirklich lieb, aber ich zeige euch erstmal, was er gebaut hat, das ist total toll. Das hat er, wenn ich mich richtig erinnere, hat er das mit Murdoch zusammengebaut. Er ist auch ein User auf dem Server. Und also ich muss ehrlich sagen, die Bauten auf diesem Server werden immer geiler, also eher so altmodisch, was mit meinem Haus sehr gut zusammenpasst. Aber die bauen halt nicht sehr viele moderne Sachen. Müsst ihr euch mal die Internetseite, da müsst ihr euch mal angucken. Auf der Internetseite gibt es auch die Möglichkeit, so eine Live-Map anzugucken. Da könnt ihr immer sehen, wer gerade online ist und wo die genau gebaut haben. Und mal sieht man, mein Haus ist wirklich weit weg von allem. Aber da habe ich kein Problem. Gott, meine Nase nervt mich gerade. Ja, dann schnell mal rüberlaufen. Ja, noch 400 Blöcke. Gut für die Figur, ein bisschen weiter zu laufen. Und es regnet, ich hasse es. Meistens, wenn ich hier spawne, regnet es oder es ist Nacht oder es ist beides. Und ich glaube, das macht es nur mit Absicht, um mich zu ärgern. So. Ja, falls ihr euch wundern werdet, also ich werde die Episode heute noch hochladen. Es ist jetzt 6 Uhr morgens hier. Aber im Laufe des Tages werde ich sie auf jeden Fall noch hochladen. Aber das Problem ist, ich bin die nächsten Tage bis Sonntag, also jetzt noch, ja, 4 Tage. Bin ich zu Besuch bei Familie und da habe ich kein Internet. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, irgendwas aufzunehmen. Nicht, dass ihr euch wundert, warum auf einmal nichts mehr kommt. Ich bin auf jeden Fall noch da. Ich habe halt wirklich nur kein Internet. Das kommt die habe ich letztens gesehen, als Kolesius mir seinen Platz gezeigt hat. Diese Wand ist irgendwie sehr eigenartig. Ach, meine Güte, ich hasse diesen Wald. Obwohl, er ist gut für Holz. Ah, diese Wand ist wirklich komisch. Die sieht irgendwie aus wie so ein Glitch, so ein Block-Glitch. Ich weiß nicht, was es genau ist. Aber das ist wirklich eigenartig. Hier, schaut euch das mal an. Hier. Irgendwie passt die nicht hier rein. Ich weiß es nicht. Aber wir müssten gleich sehen, wo er ist. Da sehen wir es schon. Ich sehe ihn noch nicht auf der Minimap, aber hier seht ihr schon, da fängt es an zu bauen. Da steht er auch schon. Da oben steht er. So, dann gucken wir mal, laufen wir mal rüber, ohne hier runterzufallen oder zu sterben. Aber wenigstens besser. Da steht er schon, so wie ein Monument an seinem Haus. Er hat mich, glaube ich, auch schon gesehen. Ich gehe davon aus, dass er auch eine Minimap hat. Was ich nur jedem empfehlen kann. Ich weiß, sehr viel werden sagen, oh, das nimmt doch den ganzen Spaß von Minecraft weg. Aber ehrlich, wenn ich mich zum dritten oder vierten Mal verlaufen habe, weil ich nicht weiß, wo ich bin, kriege ich eine Krise. Da ist er schon. Er heißt hier Limana, aber man kann hier, willkommen in Murdochhausen, aber man kann hier Nickname ändern und deshalb hat er sich hier Landsherr Kolesius genannt. Ich habe mich hier Benny genannt, weil ich mag es nicht, wenn Leute sagen, hey, be creative, wie geht's? Ne? Ich meine, ich heiße Benny. So, jetzt sind wir bei der Stadtmauer hier. Das ist das Tor. Hier sind wir. Hallo, Kolesius. Willkommen, schreibt er.
Dann wird er uns jetzt mal zeigen, jetzt schreibe ich mal kurz, dann zeig mal, was du so gemacht hast für YouTuber. So, dann gehen wir mal rein. Wie gesagt, das sieht total toll aus hier. Ich werde mal ganz kurz den Waypoint ausschalten. So, gucken wir mal hier rüber. Ups, da ist er eingegangen. Hier bin ich. So, und hier ist natürlich so eine riesengroße Gegend, die er gemacht hat. Gucken wir mal rein. Lagerhaus des Handelskontors. Ja, er betreibt so ein bisschen Handel hier. Das wird alles noch eingerichtet. Seht ihr, ich habe nämlich auch Zugang hierzu. Meine Güte, hat er viele Bücher. So, gucken wir mal rein. Hier ist sein Hundi. Wo ist er denn? Wo ist er hingelaufen? Wo ist er hingelaufen? Ganz nach oben gelaufen? Nee, da ist er. Hier. Ja, da ist er. So, aber ich finde das richtig schön hier. Muss ich ehrlich sagen, hat er richtig schön gemacht. Ich höre zwar verdammt viele Mobs, aber ich weiß nicht, wo sie alle sind. Dann gehen wir mal hoch. Hier ist er noch am Bauen. Sieht man ja. Hier kommen ganz viele Räume hin. Mal gucken, jetzt schreibt er was. Der ist auch extra für mich online gegangen heute früh, muss ich ehrlich sagen. Respekt. Es ist sau früh am Morgen. Schlafplatz des Handelskontors für Mühlenreisende. Das ist doch klasse. So. Bin hinter dir. Boom. So, runtergefallen. So. Bam. Wir sind hier unten. Das ist der Marktplatz. Hier, das ist der Marktplatz. Den finde ich ziemlich, ziemlich cool gemacht. Also mit der Wolle und sowas. Dann immer noch ein paar Schafe holen. Hier, sein Kopf. Ja, wer macht seinen eigenen Kopf? Hier, zur lockeren Münze. Das ist doch nochmal ein geiler Name. Das ist doch genial. Das gefällt mir. Das Gasthaus. Das ist schön gemacht mit dem Dach, muss ich ehrlich sagen. Also, ich werde mir auf jeden Fall so ein paar Ideen hier abholen. Hier ist, ja, das Gasthaus. Hier gibt es wohl Essen für die ganzen Reisenden. Auf der Minimap kann man auch sehen, das ist ziemlich riesig geworden. So, hier muss natürlich noch alles gemacht werden. Aber ich meine, immer, ich habe ja auch eine Baustelle nach der anderen, also sag ich nichts dazu. Das ist ziemlich cool. So, meine Güte, die Hunde sind aber laut hier. So, jetzt folgen wir ihm mal. Dann haben wir hier der Baum, den hat er selber gebaut, das finde ich total genial. Der sieht wirklich cool aus. Das sieht wirklich geil aus. Das gefällt mir. Oh Gott, dieser Regen geht mir so auf den Keks. So, und hier hat er wohl, schreibt er gleich, zwei Handelshäuser. Genau, hier kann man wohl Handel betreiben. Später kommen hier wohl NPC-Villager rein, also NPC-Leute rein, mit denen man handeln kann. Hier ist die Schmiede. Die muss noch gebaut werden, aber ich finde das ganz schön. Oh, guck mal, hier hat er schon was gemacht. Ha, da kommt ja der Regen rein. Das finde ich genial. Das hat er richtig cool gemacht. Dann gucken wir mal weiter. So, gehen wir mal hier hoch. Ja, er baut das hier mit Murdoch zusammen. Hier kommt auch ganz viel Zeugs rein. Hier ist noch ein Haus, das ist gerade angefangen worden, sehe ich gerade. Da kommt hier das Haus von Murdoch. Ja, genau. Hier hat Murdoch gebaut, der arbeitet sozusagen mit Polesius zusammen. Auch ein ganz netter Kerl. Finde ich sehr cool, eine sehr tolle Basis. Auch wenn wir uns angeguckt haben, während es gerade regnet, aber der Architekt der Handelsgilde. Ja, seht ihr, er hat so eine Handelsgilde. Er ist sozusagen der Obermacker hier. Aber Murdoch ist sozusagen der Bauer der Handelsgilde. Und ja, ich mag den hier Baustil, muss ich ehrlich sagen. Es ist schön altmodisch. Ich weiß, der Server hat sein eigenes Texture Pack, aber ehrlich, wir sind dann auch die einzige Stadt auf dem Server des NPCs. Na, seht ihr? Genau, er wird hier sozusagen so ein paar NPCs einbauen, mit denen man handeln kann. Und dann kann man immer hierher kommen und handeln. Wahrscheinlich müsste man das alles nochmal mit Zügen verbinden. Warte mal. Sieht sehr geil aus. Finde ich sehr cool, vor allem mit der. Das war die Mittelalterstadt. So, nicht schlecht. Ja, mein Name hat natürlich keine Farbe, weil ich noch kein Stammgast oder Admin bin oder irgendwas Besonderes. Ich bin halt ganz normal noch der Benny und ich bin einer der Nerds. So, da kommt man auch hier hoch. Gucken, wo man hier hochkommt. Wie? Und, Ladies and Gentlemen, das hier ist Colesius.
Schaut mal auf dem Server vorbei. Wir sind alles wirklich nette Leute und Kolesios ist da kein, nicht jemand anders. Er ist sehr, sehr cool und sehr, sehr nett. So, dann werde ich mal mit meinem Haus weitermachen. Sag Tschüss zu YouTube. Tschüss zu YouTube. Ha! So, jetzt werde ich mal wieder nach Hause gehen. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Was können wir heute noch machen? Tschüsskowski. Bin dann auch weg. So, bis dann. So. Bye bye. Und jetzt bin ich wieder alleine auf dem Server. Mensch, was könnte ich jetzt alles anstellen? Ich könnte nur Blödsinn machen. Nein, werde ich nicht tun. Wir werden jetzt erstmal uns mit unseren ganzen Krempel hier wiederfinden. Ja, ich habe auch in der Hauptstadt, das werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. So, ich zeige euch jetzt mal ein bisschen hier, wie die Hauptstadt aussieht. Auch wenn ihr wahrscheinlich geguckt habt, auf der Nerdstar-Seite seht ihr ja die Servershow. Das ist der Spawn. Hier fängt man sozusagen an. Hier ist at home, willkommen, be creative. Das ist schön. Hier sind die Regeln. Auf jeden Fall immer durchlesen. Das ist wichtig. Hier keine unnötigen Verschandelungen der Map. Ach, jetzt schreibt mich gerade jemand in Skype an. Keine fliegenden Häuser, bitte nicht unnötig viele Tiere züchten. Keine Beleidigungen. Einigermaßen gute Rechtschreibung haben. Ha, das ist lustig. Keine Baumspitzen in der Landschaft lassen. Admins Mods riecht nicht um Items oder Rechte anbetteln. Kein Griefing und keine Hacks oder Cheats. Na, seht ihr. Also eigentlich ganz normal. Das hier ist die Eventwelt. Da ist jetzt noch nicht so wirklich nur sehr viel gemacht worden, aber die sind ja noch am Aufbauen. Hier mit dem Spawn könnt ihr her zurückkommen. Jetzt gehen wir mal in die Spielwelt. Bam. So. Und was ihr hier seht, ist die Hauptstadt sozusagen. Ne? Die muss jetzt natürlich noch ein bisschen laden, die Chunks, aber während sie lädt, können wir schon mal nach unten gehen. So, rüberspringen. Das ist der schnellere Weg nach unten. Hab ich rausgefunden. Oh Gott, ist ein Lag gerade. Ich bin doch der Einzige auf dem Server. Wie kann denn das sein? So. Das ist der Marktplatz. Ich wünschte, ich könnte ihn zeigen, wenn es nicht gerade regnen würde. Aber auf der Minimap könnt ihr schon so ein bisschen sehen. Ja, dann gehen wir mal hier rüber. Hier haben wir die ganzen Gebäude, die jetzt noch hier gebaut sind. Auf der Seite hier sind so ein paar Parzellen. Die kann man später mieten. Das ist noch nicht eingerichtet worden. Das, nee, das System. Aber hier sind dann so Bereiche, die kann man mieten und selber was bauen. Marktplatz, da kommen natürlich die NPCs rein und können natürlich, kann man mit denen dann handeln. Das muss aber alles noch eingerichtet werden. Dann kommt das hier, was ich total genial finde, ist das hier. Schaut euch das mal an. Ist das nicht geil? Ich meine, das sieht doch absolut Hammer aus, oder? Deshalb liebe ich diesen Server. Das ist einfach nur genial. Und da oben, wie ja, da oben ist ein Enchanting-Raum drin. Den habe ich genutzt, um meine Sachen zu verzaubern und habe auch gute Sachen bekommen. Sharpness 1, hier Unbreaking 3 und Fortune 2 und dann hier Efficiency 2. Also ich finde, das reicht erstmal aus. Ich habe noch ein paar Diamanten, um das alles zu machen, aber erstmal reicht das aus. Dann haben wir hier auch noch Gebäude. Heute ist mal wirklich nur so ein Server. Und hier ist doch ein Enchanting Room. Da hätte ich doch nie hingehen können. Meine Güte. So, guck mal, der ist sogar voll. Was soll denn das? Hätte ich das vorher gewusst. So. Mal gucken, können wir hier eine Vierer draufsetzen, einfach nur weil wir es haben. Komm schon, da, Dreier, Mist, verpasst. So schnell geklickt, obwohl er ist ziemlich kaputt, aber das ist mir jetzt egal. So. Ich krieg ziemlich schnell wieder ein bisschen XP. So, machen wir mal 3 drauf. Hier, Unbreaking 1 Efficiency, also ist gar nicht mal so schlecht für einen Dreier. So, ich finde, das sieht ganz, ganz schön schick aus. Kann man hier eine Treppe? Gibt es hier eine Treppe nach oben? Ja, hier gibt es eine Treppe nach oben. Werde ich euch heute einfach mal den Server zeigen. Dann machen wir das heute einfach mal so. Also das sieht schon mal ziemlich geil aus hier, muss ich ehrlich sagen. So, gehen wir mal hier rüber. Ist das groß hier? Meine Güte, haben die hier viel gebaut. Da war ich schon eine Weile nicht mehr. Mal gucken, was ist hier oben. Es ist so dunkel hier oben. Wie gruselig. Ah, und hier kann man über die Mauer laufen. Das ist natürlich geil. So, ich werde mal ein bisschen runterfallen. Ja, was ist das hier? Ja, das ist der Enchanting-Raum. Hätte mir auch jemand sagen können, dass es hier einen größeren gibt, aber ich meine, ich bin mit meinen Enchantments zufrieden.
So, dann ja, der Regen lägt natürlich gerade wie Sau. Das macht überhaupt keinen Spaß. Mensch, haben die hier viel gebaut? Haben die hier viel gemacht? Da hinten ist auch noch ein Haus. Keine Ahnung, was das ist. Aber schaut euch mal die Server-Shows an. Da wird immer sehr viel erklärt, was auf dem Server so passiert. Das ist zum Beispiel hier so eine Art Gasthaus. Sehr romantisch mit diesen Lichtern hier. Kann man was essen? Kann ich in die Kiste reingucken? Nein, die Truhe ist gesichert. Da hat mich Colesius wahrscheinlich hinzugefügt. Aber schaut euch das mal an. Das ist doch genial. Also absolut genial. Sehr schön gemacht. Hier sind noch die Wände. Jetzt werden wir mal schauen, ob wir den Eingang hier zu finden. Und dann ist auch für heute die Folge, glaube ich, zu Ende. Ich müsste selber mal nachschauen, wie lange wir aufgenommen haben, aber ich finde, das ist ganz okay gewesen. So, hier Schalter 1 und Schalter 2. Ich weiß jetzt gar nicht, was das hier ist, aber da kommt man hier rein. Na, das Scheinbahnhof ist noch nicht fertig. Dann werde ich auch erstmal noch nicht so viel zeigen. Erst wenn es fertig ist. So, er hat aufgehört zu regnen. Hier, naja, hier, ach, das ist so ein Kran. Hier ist ein Boot. Und da geht es halt wieder rüber. Da hinten brennt das Feuer. Also auf jeden Fall ein Ort, den man sich angucken sollte. Bin ich der Meinung. Ups, hihi, das sieht geil aus. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Der Link ist immer in meiner Beschreibung unten drin. Auch, wie gesagt, die IP zum Nerdstar Server ist auch unten drin. Guckt rein, ihr müsst einfach nur Premium sein. Der Zirkus ist offen, Jump and Run. Oh ja, dann werden wir uns das mal nächstes Mal vielleicht so ein Jump and Run angucken. Mal gucken. So, was ist das hier? Reederei. Okay. Die Reederei gucken wir uns noch an. Und dann machen wir mal Schluss für heute. Das werden wir machen. So, und hier wird, hier werden also Teile gebaut. Ach, ich sehe es. So, gehen wir mal hoch. Ach, bin ich jetzt zu so doof, um eine Leiter zu benutzen oder was hier? Okay. Da sind sehr viele Zombies. So. Das ist wohl das andere Ecke der Reedereien. Hier werden wohl Sachen gelagert. Das ist natürlich cool. Okay. Interessante Idee. Ah, und hier werden die Boote gebaut. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Und hier sind dann die Tore. Hier kann es dann aufgemacht werden. Hier fließt das Wasser dann rein. Hier fließt das Wasser rein und das Boot kann losfahren ins Abenteuer. Komme ich hier überhaupt hoch? Nein, komme ich nicht. Gut, dann werde ich wohl runterspringen müssen. Ja, werde ich. Oder? Komme ich da hinten hoch? Ja, das war jetzt clever, ne? Das war jetzt sehr clever, Benny. Da hinten sind Treppen. Das ist okay. So, komme ich hier raus. So, man sieht schon, außerhalb der Wände sind ganz viele Monster, die versuchen, uns umzubringen. Das ist ja alles, was die Monster wollen. Die wollen uns nur töten. Ja, an diesem Punkt noch vielen, vielen Dank an meine inzwischen 77 Abonnenten. Das finde ich ja der absolute Hammer. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viele Abonnenten bekomme. Scheinbar gefallen euch meine Videos. Finde ich cool. Also, ich werde auch weiterhin Videos machen. Die Zeit, wo ich jetzt kein Internet habe, werde ich wahrscheinlich meine Buildcraft-Serie weitermachen. Oh, ich muss mein Home anders setzen, ne? So, hier nochmal anders hier. Mal gucken, ob ich hier Set Home. So, dann spawne ich nicht immer direkt in der Wand. So, machen wir mal zu. Machen noch ein bisschen Stone Bricks, während wir reden. Ja, also 77 Abonnenten. Ich bin ja absolut schockiert. Finde ich genial. Werde auf jeden Fall jetzt die Tage noch meine Buildcraft-Serie weiter aufnehmen, werde die dann dementsprechend hochladen. Aber wie ich euch gesagt habe, wundert euch nicht, wenn ich die nächsten Tage nichts mache. Es liegt wirklich daran, ich habe kein Internet da, wo ich bin bei der Familie und ja, ich kann wirklich nichts hochladen. Aber ich werde auf jeden Fall wieder anfangen hochzuladen, sobald ich wieder da bin. Diese Folge hoffe ich, kriege ich heute noch online, deshalb würde ich es auch nicht zu lang machen. Und ja, ach, das sieht so geil aus. Ah, mir gefällt mein Haus sehr.
Na gut, Leute, dann werde ich jetzt mal mit meiner schmächtigen hier Rüstung, die ich habe, werde ich mal Tschüss sagen. Gangzeichen hier. Ne? Sieht aus, als ob ich Erde in den Händen hätte. Wir sehen uns nächstes Mal. Und dann werde ich wahrscheinlich hier in dem Haus viel, viel mehr machen. Gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Werde ich ein bisschen mehr an dem Haus machen, es ein bisschen höher machen, vielleicht die Räume ausbauen, das überlege ich mir noch. Aber die Tiere muss ich noch züchten und ja, ich habe noch viel zu tun, aber das wird aussehen. Ich sehe gerade eine Sache, die ich sehr lustig finde. Ist mein Weizen sieht aus wie ein langer Penis. Aha. Okay, das war nicht gewollt. Das macht nichts. Also Leute, wir sehen uns nächstes Mal. Viel Spaß noch. Bye bye.